Ja, was denn nun? Wird es eine RTX 2080 Ti Super geben oder nicht? Hallo und willkommen zu einem weiteren News-Video. Da sind sie nun, die nagelneuen RTX Super Grafikkarten, die ihn wieder quasi im Eilverfahren auf den Markt brachte. Erlebt habe ich so einen schnellen Grafikkarten-Launch bisher eigentlich noch gar nicht. Und ihr müsst wissen, ich bin quasi schon so lange auf der Welt, wie es diskrete Grafikkarten überhaupt gibt. Und das ist schon verdammt lang. Wobei ich zugeben muss, dass ich mich anfangs noch nicht so mit Grafikkarten beschäftigt habe, da ich noch nicht mal fähig war, allein aufs Klo zu gehen. Aber mit der Zeit hat sich das alles immerhin zum Positiven hin geändert. So, kurze Info noch an alle Zuschauer, die nicht so im Thema sind. Es gibt natürlich einen guten Grund, warum Nvidia so überhastet schnellere Versionen der RTX-Grafikkarten auf die Menschheit losließ, obwohl die alten Karten ja eigentlich noch ausreichten. Der Grund heißt schlicht und einfach AMD. Denn AMD brachte am 7. Juli 2019 seine ersten Grafikkarten der RX 5000er Generation auf den Markt. Mit völlig neuer RDNA-Architektur und überraschend hoher Effizienz, die endlich mit Nvidia mithalten kann. Okay, fast. Und da hatte Nvidia wohl die grünen Buchsen voll und brachte einen Konter. Denn es war schon recht früh klar, dass die AMD-Karten in dem gesteckten Preisbereich schneller sein würden als die der grünen Konkurrenz. Und welche Überraschung, die neuen Nvidia Superkarten landeten leistungstechnisch auf den Punkt genau da, wo es AMD auch wehtut. Die RTX 2070 Super ist damit nun schneller als die 5700 XT und die 2060 Super hier ist in etwa auf dem Niveau einer 5700 ohne XT. Aber Moment mal, da fehlt doch noch eine, oder nicht? Richtig, nämlich die RTX 2080 Super. Diese ist kein Gerücht, denn sie wird bereits in wenigen Tagen am 23.07. auf den Markt kommen und damit AMDs neuer Grafikkarte in diesem Preisbereich Paroli bieten. Welche Karte bitte? Es gibt von AMD aktuell nämlich keine Karte, die selbst an der normalen RTX 2080 wie dieser hier gefährlich werden kann. Am ehesten ja noch die Radeon 7, aber eine Gefahr ist das sicherlich nicht. Warum also eine RTX 2080 Super? Ich denke mal, dass diese Karte einfach zur Vorsorge veröffentlicht wird. Für Nvidia ist so ein Release nicht mit allzu viel Aufwand verbunden, da es Chips und Boards ja bereits gibt. Hier müssen also nur noch ein paar Einheiten deaktiviert oder reaktiviert werden. Ein Klacks für Nvidia. Denn klar ist, dass AMD hier spätestens 2020 noch etwas aus dem PCI-Slot zaubern wird. Eine 5800 oder gar 5900. Zumindest die Bezeichnungen wurden ja schon in diversen Datenbanken gesichtet. Also könnte es eine vermeintliche 5800 oder 5900 durchaus schwer haben, gegen eine RTX 2080 Super anzukommen. Wie ich finde, waren das sehr geschickte Schachzüge von Nvidia. Besonders, da sie mit der 2060 und 2070 Super sogar AMDs Release-Termin zuvorgekommen sind. Nicht schlecht. Leider leidet der Kunde aktuell unter diesem Namenschaos. Für viele Unwissende sind RTX 2070 und 2070 Super nämlich eigentlich das gleiche. Okay, damit wäre auch die RTX 2080 Super abgehakt, aber da fehlt ja noch eine. Richtig, eine RTX 2080 Ti Super, die sich von Anfang an hartnäckig in der Gerüchteküche hielt. Nun hat Nvidias Jess Fischer aber verlauten lassen, dass es keine RTX 2080 Ti Super geben wird. Für wen ist das denn jetzt eine Überraschung? Hände hoch! So viele? Ich bin jetzt selbst überrascht. Ich muss zugeben, für mich stand eine RTX 2080 Ti Super eigentlich nicht zur Debatte. Wobei wir das ja schon mal bei der GTX 1070 Ti hatten. Was also heißt, dass ich natürlich nicht unfehlbar bin. Wobei ich mich, glaube ich, etwas anders ausdrücken muss. Eine RTX 2080 Ti Super steht aktuell nicht zur Debatte. Irgendwann vielleicht schon. Warum denn jetzt das Ganze? Na, versetzen wir uns doch jetzt einfach mal in die Lage des berühmten Lederjackenmodels Jen Sung Hang. Oder wie auch immer man das jetzt ausspricht, auch bekannt als CEO von Nvidia. Welchen Grund sollte Mr. Lederjacke denn haben, eine RTX 2080 Ti Super zu releasen? Ja, richtig. Irgendwie gibt es keinen Grund. Denn der Grund für die Superkarten ist einzig und allein AMDs Navi. Und selbst die 2080 Super ist nur zur Sicherheit da. Wozu denn dann auch eine 2080 Ti Super? Denn eins ist sicher, AMD wird wohl so schnell keine Grafikkarte in diesem Leistungsbereich auf den Markt bringen. Das hat AMD an sich auch schon selbst gesagt. Die 2080 ist das Ziel und wohl aktuell auch das höchste der Gefühle. Also, warum eine 2080 Ti Super? Weiterhin, wo bitte soll sich diese Karte denn überhaupt einordnen? Ja klar, eine Super-Version ist natürlich gut möglich, da die 2080 Ti ja einen beschnittenen TU102-Chip nutzt. Also einfach ein paar Einheiten freischalten und gut ist. Ja, und wie sieht das denn jetzt in Zahlen aus? Die
3080 Ti nutzt 4352 von 4608 Shader-Einheiten des TU102. Alle 4608 Shader bekommt nur die exorbitant teure Titan RTX spendiert. Diese könnte man demnach ja rein theoretisch auch RTX 2080 Ti Super nennen. Mehr Speicher, mehr Leistung, mehr teuer. Viel mehr teuer. Schlanke 2699 Euro möchte ihn wieder dafür überwiesen haben. So, jetzt lasse ich mal meine großartigen Mathematikkenntnisse auf euch wirken, denn die Titan RTX bietet demnach nur 256 Shader mehr als die 2080 Ti. Und zumindest auf dem Papier bietet die Titan RTX nur 135 MHz mehr Takt als die 2080 Ti in der Founders Edition. Wo bitte sollte ich eine RTX 2080 Ti Super denn da bitte überhaupt einordnen? Mit 128 Shader mehr vielleicht? Das wären dann 3% mehr Shader. Und dafür eine neue Grafikkarte? Ja okay, ein bisschen mehr Speicher vielleicht, aber auch wenn ich ein großer Fan von viel Videospeicher bin, ist das aktuell einfach nicht nötig. Also, wozu? Leistungstechnisch könnte eine 2080 Ti Super eine normale 2080 Ti da ja kaum nennenswert übertrumpfen. Und das größte Problem für Nvidia wäre, dass sie eine Titan RTX fast überflüssig machen würde. Ja okay, das ist jetzt offiziell keine Gamerkarte und diese bietet exorbitante 24 GB Speicher. Leistungstechnisch gäbe es für diese aber keine Existenzberechtigung mehr. Eigentlich müsste für eine RTX 2080 Ti Super schon fast eine neue Architektur her, mit sagen wir mal an die 5000 Shader-Einheiten. Das würde das Problem mit der Titan jetzt zwar nicht lösen, aber es gäbe immerhin einen nennenswerten Performance-Vorteil. Noch dazu ist die RTX 2080 Ti weiterhin unangefochten die schnellste Gaming-Grafikkarte dieses Planeten. Da kann in nächster Zeit weder AMD noch Intel was dran ändern. Jawohl, Intel plant hier wohl auch was Großes. Also jetzt zum allerletzten Mal. Warum zum Tuning sollte Nvidia eine RTX 2080 Ti Super auf den Markt werfen? Sorry, mir fällt kein Grund ein. Also vergesst das Thema einfach. Ja, und besonders erleichternd ist das natürlich für alle 2080 Ti-Besitzer. Denn diese mussten ja einige Zeit befürchten, dass sie nicht mehr die schnellste Gaming-Grafikkarte der Welt im Rechner haben. Ich kann euch beruhigen, zumindest 2019 wird hier nichts Relevantes mehr passieren. Und du, du hältst mal die Klappe. Du hast überhaupt nichts zu sagen. Aua! Unmöglich. Aber eine Sache müssen die 2080 Ti-Besitzer dann doch fürchten, nämlich den Preis. Denn die 2080 Ti ist nicht nur extrem schnell, sondern auch extrem teuer. Für die Founders Edition möchte Nvidia ganze 1259 Goldstücke oder Euromünzen von euch. Ich muss gestehen, für eine Grafikkarte ist das eindeutig zu viel und ja, damit der Grund überhaupt, warum bis heute noch keine 2080 Ti in meinem Rechner hier hinten haust. Das ist einfach zu viel des Euros. Aber Besserung ist nicht nur in Sicht, sondern quasi bereits eingetroffen. Denn lange Zeit gab es selbst die günstigsten Modelle kaum unter 1100 Euro zu kaufen. Wer die Preise aber regelmäßig verfolgt, wird jetzt gemerkt haben, dass sich hier aktuell wohl irgendwie was tut. Hier muss man allerdings sehr genau hingucken, dass es nur einige wenige Modelle betrifft. Die teuren Flaggschiffe der großen Hersteller bleiben davon nämlich völlig unbeeindruckt und verharren auf ihren teils völlig überzogenen Preisvorstellungen. Aber seit ein paar Tagen gibt es halt ein paar Modelle, die sich teils in unfassbar günstigen Regionen aufhielten und aufhalten. Ja, das waren teils natürlich auch Aktionen, aber es kann kein Zufall sein, dass immer mehr Karten nachziehen. Hier, die Pellet Dual. Ende Juni gab für 899 Euro zu haben. Okay, das war ganz sicher nur eine Aktion. Aber seit ein paar Tagen gibt es das Teil stabil unter 1000 Euro. Dann zwei Modelle von Inno, die diese Woche einen plötzlichen Preissturz mitmachten. Die X2 ist gar von über 1200 Euro auf 970 Euro gefallen. Die X3 ist aktuell nur 11 Euro teurer und kostete vor wenigen Tagen auch noch weit über 1000 Euro. Ganz ungewöhnlich in diesem Zusammenhang ist aber die KFE 2i X-Version, die weiter noch über 1000 Euro kostet. Denn KFE 2 ist ja bekannt dafür, immer die günstigsten Versionen anzubieten. Aber ich bin mir sicher, dass auch diese Karte im Preis noch deutlich fallen wird. Und das werden nicht die letzten Karten sein. Wie gesagt, die selbsternannten Premium-Hersteller lassen sich davon aktuell überhaupt gar nicht beeindrucken. Aber seien wir mal ehrlich, nur weil ein bestimmter Name draufsteht und der Kühler vielleicht 3 Grad besser kühlt, ist das 300 oder gar teils 400 Euro Aufpreis wert? Auf keinen Fall. Mit 150 Euro kann man ja noch leben, wenn es unbedingt die Lieblingsmarke sein muss. Aber bei den aktuell günstigen Preisen der soeben genannten Versionen gibt es eigentlich nur eins. Zuschlagen oder vielleicht noch ein bisschen abwarten, dass diese vielleicht noch etwas günstiger werden. Und wer keine Zeit oder Lust zum Suchen hat, der kann einfach meine Affiliate-Links zum Mindfactory hier unter dem Video nehmen und mich damit ein wenig unterstützen. Ja, und was soll ich sagen? Fazit der heutigen News?
keine RTX 2080 Ti Super. Dafür ist die normale 2080 Ti aber mittlerweile zu einem Schnäppchenpreis zu haben. Solange man knapp unter 1000 Euro überhaupt als Schnäppchen bezeichnen kann. So, nun gebe ich aber rüber zum netten Kollegen vom Kommentar des Tages. Und Monty, ich muss sagen, du siehst heute super aus. Vielen Dank, vielen Dank. Willkommen zum heutigen Kommentar des Tages. Ja, und es scheint aktuell wohl ein Lieblingsthema zu sein. Ja, was sonst? Werbung natürlich. Aber nein, heute geht es nicht darum, dass ich mich für meine Werbung hier entschuldigen will. Das werde ich nämlich definitiv nicht machen, da ich ja schließlich davon lebe. Und ich habe mich noch nie in meinem Leben für meine Arbeit entschuldigt. Nein, es geht um eine Sache, die mich persönlich selbst massiv nervt und die nun der Sascha Rossmann mal zur Sprache gebracht hat. Gegen Werbung habe ich ja nichts. Hilft dir ja auch. Als Gegenleistung für ein gutes Video völlig in Ordnung. Aber was mir echt auf die Nüsse geht, könntest du freundlicherweise die Werbung erst schalten, nachdem du einen Satz zu Ende gesagt hast. Und nicht mittendrin. Nach dem zweiten Werbevideo in Folge, was zum auch noch 15 Minuten dauert, habe ich den ersten Teil deines Satzes eh wieder vergessen. Falls das technisch nicht möglich sein sollte, dann lass dir echt mal was einfallen. Okay, genug geschimpft, ansonsten gute Arbeit. Sascha, ich kann dich voll und ganz verstehen, nur eins nicht. Ein 15 Minuten Werbevideo, bitte? Ja klar, sowas gibt es, aber das ist doch immer überspringbar. Denn sowas tut sich doch eigentlich niemand wirklich an. Aber ja, das mit dem mitten im Satz ist wirklich ärgerlich, regt mich bei anderen nämlich auch immer ziemlich auf. Aber ich muss dir leider sagen, das bekomme ich gar nicht anders hin. Und mitten im Satz ist das normal übrigens ähnlich platziert. Wenn dann eher am Ende oder am Anfang eines Satzes. Warum? Weil man die Werbung nur sekündlich genau platzieren kann. Und ich glaube noch dazu, dass YouTube das mit der Werbung nicht so ganz genau nimmt. Denn ich selbst versuche das immer ganz genau nach einem Satz einzufügen. Nur mal klappt es perfekt und mal leider überhaupt gar nicht. Ja, dann machen wir es kurz. Es geht leider nicht besser. Ja, okay, es ginge natürlich ohne Werbung. Aber nein, dazu bin ich einfach nicht bereit. Denn meine Cookiesucht hier, die muss unbedingt gestillt werden. Und da gibt es keine Kompromisse. Ich sprach sie ja vorhin schon kurz an, die Radeon 7 von AMD. Eine Grafikkarte, die meiner Meinung nach nicht ja, so genau weiß, was sie überhaupt sein will. Und tja, die Produktion wird dann wohl demnächst auch eingestellt werden. Lückenfüller würde ich sagen, war sie einfach, mehr nicht. Ich fragte euch dann bei der letzten Umfrage mal, wie findest du die Radeon 7? Tja, Begeisterung ist was anderes, oder? 44% ganz nett. Und ihr wisst ja, was ganz nett heißt, ich hätte das auch einfach gegen ein mir doch egal ersetzen können. Ja, und irgendwie kann ich mich da selbst auch einreihen. So eine richtige Meinung habe ich dazu nämlich einfach nicht. 28% sagen, nicht mein Fall, und immerhin 20% finden sie spitze, trotz dass sie gar keine besitzen. 4% absoluter Müll. Also sorry, das ist dann doch ein bisschen übertrieben. Ordentliche Leistung und Speicher im Überfluss zu einem leicht zu hohen Preis, das ist zumindest kein absoluter Müll. Nur 20 von 1100 Teilnehmern besitzen überhaupt eine. Tja, kein Wunder, dass AMD die Produktion dann einstellt. Das Teil hat sich wohl schlicht und einfach nicht gut verkauft. Ziemlich schade eigentlich, ich hätte mir tatsächlich gerne mal eine in meinen PC geschraubt, zumindest zum Testen. Das war's mit dem heutigen News-Video. Beigefallen, wisst ihr doch, was zu tun ist? Nein? Oh Mann, liken und abonnieren natürlich. Wie kann man denn nur so vergesslich sein? Und am Wochenende gibt es endlich den Test meines nagelneuen PCs mit dem Ryzen 3600X und der RTX 2060 Super. Sonntag ist es dann soweit, schon mal viel Spaß dabei. Ja, und mir bleibt nichts anderes zu sagen als vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.